Es ist wohl einzigartig, das Europa-Rosarium in Sangerhausen. Auf einer Fläche von knapp 15 Hektar besitzt die größte Rosensammlung der Welt mehr als 8.300 Rosenarten und Rosensorten, über 40.000 Rosenklassen, insgesamt etwa 60.000 Rosensträucher. Darunter sind etwa 500 unterschiedliche Arten und Formen von Wildrosen. Die Historie reicht bis ins Jahr 1903 zurück, als der heute ältere Teil der wunderschönen Gartenlandschaft nach einer Idee des Vereins Deutscher Rosenfreunde eröffnet wurde. Schon damals sorgte der Rosengarten mit seiner Mischung aus unzähligen Rosensorten, Landschaftsarchitektur und Kunst für Aufsehen. Das ist heute nicht anders. Mehrfach erweitert, der Grundidee aber stets treu geblieben, kamen weitere benachbarte Flächen hinzu, die gleichfalls eine Symbiose aus Natur und Kunst bilden. Die spielt auch bei zahlreichen Veranstaltungen im Europa-Rosarium Sangerhausen eine große Rolle, so zum Beispiel beim alljährlich stattfindenden Berg- und Rosenfest. Auf die Besucher aus allen Teilen Europas warten dabei auch einmalige Rosenzüchtungen wie die schwarze oder die grüne Rose. Natürlich hat das Rosarium und die Stadt Sangerhausen auch eine Rosenkönigin. Aktuell ist das Lydia die Erste, welche die Besucher immer wieder im Rosarium treffen können. Wer seine Rosensammlung im heimischen Garten erweitern möchte, hat zudem im Europa-Rosarium Sangerhausen die Möglichkeit dazu, denn zahlreiche Rosensorten werden auch zum Kauf angeboten. Zudem gibt es nützliche Tipps zur Pflege und Haltung der Rosen. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter europa-rosarium.de.